Abenteuer. Ich habe es euch schon angekündigt. Ich befinde mich in Estland, aktuell nahe des Örtchen Haapsalu. Ich habe vor einer guten Stunde hier den Supermarkt gestürmt. Mein Rucksack ist bis zum Anschlag aufgefüllt mit lauter Fresskalien. Werde mich jetzt auf den Weg machen in Richtung Fähre. Fragt mich jetzt nicht genau nach dem Ort. Auf jeden Fall werde ich mit der Fähre hinübersetzen auf die Insel. Auf jeden Fall ist das eine westliche Insel von Estland. Ich durfte die schon gestern vom Flieger aus sehen und traumhaft schön, das von oben zu sehen beim Sonnenuntergang. Und da werde ich jetzt gute 11-12 Tage einmal rundherum laufen. Da sind halt einige Abschnitte dabei, die richtig ab vom Schuss sind. Und deswegen muss ich halt ordentlich Proviant mitschleppen. Das wird also ein bisschen unangenehmer in den ersten Tagen, aber so ist das halt. Ja, ich schulter den Bock jetzt hier und dann mache ich mich auf die nächsten 8 Kilometer schon mal. Das ist noch nicht der offizielle Trail, das ist aber, ich glaube, sogar Teil des Küstenwanderwegs. Denn ich habe hier so blau-weiße Markierungen gesehen. Nehme ich die Fähre. Und dann habe ich nochmal 8 Kilometer zu gehen zu meinem Campplatz. Das ist so ein legaler Campplatz, aber dazu erzähle ich dir mehr, wenn ich da bin. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Abenteuer hier. Wird auf jeden Fall mehrteilig. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Bock auf die Sache hier. Dann bleib auf jeden Fall dran und viel Spaß mit der Geschichte hier. Und hier ein erster Blick auf die schöne estnische Küste, beziehungsweise in dem Fall sogar am Badestrand. Ja, Leute, es ist geschafft. Ich bin in Heltermaa angekommen. Ja, super schöne Überfahrt mit der Fähre bei tollem Wetter. Hier meine neue Wegmarkierung.
Weiß, grün, weiß ab sofort. Ja, eben war es ja noch der Küstenweg, der ist weiß, blau, weiß markiert. Und ja, ich muss jetzt leider ein Stück lang über Asphalt laufen. Ich lasse mir dadurch aber nicht die Laune verderben oder sonst wie. Ich bin eh nicht weit von der Küste weg. Insgesamt habe ich die Hoffnung, dass ich vielleicht doch mal auf so einen schönen Trail hier links jetzt komme, der Küste entlang. Dann laufe ich das jetzt schön gemütlich in Richtung Campingspot. Mal gucken, wie das wird. Und ich melde mich dann vom Campingspot wieder. Und dann schauen wir mal, wie das da aussieht. Okay, ich renne jetzt nicht auch noch zur Toilette hoch, aber ihr seht's, ein schnuckliger kleiner Platz hier, eine schöne Bank mit Tisch, Brennholz am Start und eine Feuerstelle. Es gibt ja schon hier, da kann man sein Zelt hinsetzen, hier auf jeden Fall hinter mir. Das sieht auch noch ganz passabel aus. Ja, okay, direkt am Meer natürlich nicht. Okay, Leute. Das kam alles noch ein bisschen spanisch vor. Ich hatte nämlich noch die Bilder von dem Spot hier in Erinnerung. Das sah eigentlich alles viel, viel größer aus. Deswegen bin ich doch noch dem Zeichen für die Toiletten gefolgt. Und hier kommt dann der eigentliche Campingspot. Ja, Müllsortierung schön eingezäunt, damit die Tiere nicht da rankommen. Hier noch einen alten Bunker, wahrscheinlich aus Sowjetzeiten. Ah, das ist immer cool. Cool, gucken wir mal rein. Okay, nichts zu sehen, viel zu riechen. Das ist ein etwas, ja. Das wäre ein guter Gewitterschutz, mehr aber auch nicht. Und hier bin ich jetzt auf dem eigentlichen Camping angelangt. Und hier haben wir, na, da ist doch mal schön, einen schönen Blick. Von da komme ich, da bin ich gestartet, hier bin ich jetzt. Und ich werde jetzt den Trail morgen bis da folgen. Zuerst mal hier ja den schönsten Spot raussuchen und vor allem mal rausfinden, wo die Toilette auch hier ist. Feuerstelle wieder hinten mit Feuerholz.
Sogar mit Toilet Paper. Tippitoppi. Cooles Ding hier. Dann richte ich mich mal ein hier. Ja, liebe Leute, der Tag geht zu Ende. Ich habe mir auch gerade noch ein kleines Bad hier am Strand gegönnt, um den salzigen Schweiß gegen salziges Meerwasser auszutauschen. Und Lagerfeuer war leider nichts. Das ist, hier liegt alles voll mit so Piniennadeln. Die sind staubtrocken. Ich habe mal ein paar so da reingelegt, Feuerzeug dran gehalten. Also hier gehe ich ganz sicher kein Risiko ein und probiere ein Feuer zu machen oder so. Ich bin mir auch nicht 100% sicher, ob nicht verboten ist, aktuell Camping, Lagerfeuer zu machen. Deswegen sitze ich jetzt hier und genieße einfach mal die Abendstimmung. Die Sonne wird jetzt auch bald hier runtergehen, da bin ich auch schon sehr gespannt. Die Wolken stehen schön, ich glaube, das werden ein paar schöne Fotos. Und ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß an Tag 1 von meiner Reise. Das war ja nur der Anfang, da kommt auf jeden Fall noch einiges zusammen und ich bin schon sehr gespannt auf die morgige Etappe. Da kommt schon so ein erstes kleines Highlight. Mal gucken. Normalerweise bin ich morgen am Ende des Tages auf dem Campingplatz, so einem richtigen Campingplatz. Ab dann danach geht's so richtig ab in die Wildnis, tauche ich so richtig ab in die Wälder Estlands und Küsten. Aber bis es soweit ist, genieße ich hier noch den Sonnenuntergang, die tolle Natur. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bleibt dran und ciao.